Wir sind hier irgendwo in Schweden. Es ist tiefster Winter, 20 Grad haben wir, minus 20 Grad wohlgemerkt. Also höchste Zeit, um mal ordentlich baden zu gehen, nämlich da rein zum Eisbaden. Bei mir ist eine Expertin, Matita. Ja. Soll das wirklich gesund sein? Ja, auf jeden Fall. Wenn es nicht gesund wäre, würde es natürlich jeder Gast bei uns machen. So kann ich da natürlich jetzt nicht rein. Nein, natürlich nicht. Du musst dich erstmal warm laufen und dann reinhüpfen und dann wieder anziehen. Dann let's go. 20 Hampelmänner. Matita, auf was muss ich denn jetzt gleich achten, wenn ich da in das Becken steige? Also wenn du jetzt runter gehst, dann erstmal nicht ewig lang warten, bis du reingehst, sondern das alles in einem ganz schnellen Prozess machen. Und beim Aussteigen auch darauf achten, dass du die Kanten nicht zu sehr berührst, weil die echt scharf sein können. Ich habe mir erst letzte Woche die Knie aufgeschürft. Alles klar, gut. Was ist der Rekord? Wie lange muss ich drinbleiben? Mindestens 3 Minuten. Bis zur Schulter. Was? Ja. Okay, wir haben hier 1:40. Das ist gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Gefühlt ist gerade alles taub. Jetzt wieder ganz schnell rein in die Klamotten. Das ist toppig. Wow, es ist kalt. Wie lange habe ich? 52 Sekunden. Oh Gott. Also, ich würde sagen, du bist jetzt schon länger als man. Bin ich? Okay, komm raus. Oh mein Gott, wow. Stark. Ich bin auch auf mich stolz. Wie viel habe ich mit dir da? 1,45. 1,45? Ja. Wie fühlst du dich? Ich bin so kalt.